geholt haben, seine beiden gewonnenen One-on-One-Duelle, die sind, ja, die sind es gewesen, aber mehr gab es halt am Ende auch nicht. Hier noch ein Dankeschön an den Owned by Crip für seinen Sub hier auf dem Kanal. Willkommen bei den 99ers. Ich sehe die Ratschen da schon fleißig glühen von unseren Mods. Und ihr dürft natürlich auch einstimmen in dieses, in die Ratsche, falls ihr das auch so cool findet, wenn wir hier supported werden bei 99 Damage. Okay, los geht's mit der Knife Round. Und das wäre vielleicht ein bisschen was für Berserk, wenn sie hier zumindest ja, die Seitenwahl hätten, aber nein. Wieder einmal dürfen sich die Panthers die Seite aussuchen. Wieder sagen sie, wir starten auf der T-Seite. Und wieder mal wird es den Grund haben, dass die CT-Seite uneingespielt eben viele, viele Probleme macht. So, Berserk. Jetzt also auf der CT-Seite und wir gucken mal, was gekauft wird. HFAF, wir legen los. Die zweite Map, 1:0 steht es für die Panthers gegen Berserk. Aber vielleicht gibt es ja die Riesensensation und Berserk kann diese Map gewinnen. Hoffen wir auf jeden Fall mal drauf, dass es eine etwas spannendere Partie wird. Die Panthers gehen erstmal mit zwei Leuten Richtung Tür. Die Bombe ist dabei, haben bei Dude Granaten. Die werden gerade Richtung Mitte geworfen, damit die Spieler, die beiden, die hier geboostet worden sind, auch instant zur Whitebox durchlaufen können. Gute Flash dagegen Api. Der sieht erstmal nichts. Beard Bounce hier hinten aus dem Delta. Ah, der erste Spieler unter Druck. Beard Bounce auch einen Headshot kassiert. Und jetzt wird's gefährlich. Beide Spieler hinten down und sofort ist Bernard am Truck. Hat auch da nochmal einen kleinen Shot gegen Eule verteilt. Ah, der war nicht schlecht gegen Bernard. Aber die Kontrolle an sich ist da. Die Bombe ist gelegt und Badshaw läuft auch nicht hinten über die Main, sondern er geht jetzt über kurz vor. Und Eule wird die ganze Zeit von Clash da in der Deckung festgehalten. Das Defuse-Kill hat Eule auch mit seinen 12 HP, aber das kann er nicht so ohne weiteres an Badshaw weitergeben. Dafür müsste er nämlich sterben. Und Badshaw versucht jetzt natürlich, ihm da ein bisschen den Weg freizuräumen, damit sie vielleicht noch an die Bombe rankommen. Den Spieler hätten gesehen, guter Schuss. Und jetzt wissen die beiden Panther-Spieler allerdings auch, dass sie sich erstmal in die Deckung zurückziehen müssen. Erster fällt, Eule nochmal mit einem Frag hinterher, aber im 1 gegen 1 gegen Dude dann zu wenig HP gehabt. Und die Panthers beginnen diese Halbzeit mit der gewonnenen Pistol Round. So, Berserk an sich gar nicht so schlecht reagiert. Das, was Clash da allerdings am Auto gemacht hat, indem er sehr viel Zeit rausgeholt hat, als er Eule an der Kiste festhält, ist natürlich auch sehr gut gespielt von ihm. So, hier natürlich nochmal die taktisch sehr wertvolle Decoy. Badshaw wird gesehen, wie er reingeht. Ich denke, dass er die Position hier nochmal wechselt, damit sie weiter mit ihm im Schachtgang rechnen. Er allerdings gar nicht mehr dort steht. Trotzdem hat er schon viel Schaden bekommen. Und Oculicious ist da schon komplett im Connector drin. Dude! Schnappt sich da noch jemanden von A und natürlich kannst du da so viele Spirenzien an B machen, wie du willst. Wenn da jemand den Connector einfach durchläuft, ist das auch völlig irrelevant. Ja, aber vielleicht schafft es Badshaw da noch Clash zu bekommen und der wartet jetzt nur darauf, dass Kara ihm hier reinläuft und mal gucken, ob der die Ecke hier überhaupt checkt oder ob er sich mehr, ja, auf Heaven konzentriert. Keine Chance. Hat mit der Ecke nicht gerechnet. Leichter Frag für Clash. Und jetzt der letzte Spieler auf dem Spot ist Badshaw. Da ist das Messer schon draußen. Er macht noch einen zweiten. Er will JDC, aber auch wirklich ein bisschen zu viel. Nice try, schreibt Badshaw da dann noch. Aber es bleibt beim Versuch. Eine Eco muss für Berserk noch her. Ich denke, dass JDC da auch nochmal auf die MAC-10 geht. Und diesmal geht es einfach straight Richtung B. Der Spieler in der Mitte gesehen. Der Molotow verhindert, dass der jetzt mit rumziehen kann. Und da muss Dude eigentlich aufpassen. Aber die lassen sie einfach in den Schacht reingehen. Und wollen dann gemeinsam hinterherrennen. Aber hinterher kann auch Clash, der hier einfach B komplett durchfährt. Was ein Game. Ja, macht einfach da seinen vierten Headshot. Kara zeigt noch ein bisschen Spray-Controller. Da gab es sogar den Gegenboost in den Schacht. 3:0 für die Panthers, die da auch an sich sogar schnell mitdenken. Sagen, komm, wenn unsere Mates in der Mitte fallen, machen wir einfach Gegenboost in den Schacht, helfe ich da nochmal aus. Das ist wirklich sehr schnell und gut gespielt. Allerdings wirkt es auch nicht schwierig, was da gerade passiert. Nochmal vor dem Hintergrund, dass Berserk eben mit einem B-Line-Up angetreten ist. Da das Main-Line-Up aktuell im Faceit EU Major Open Qualifier Nummer 3 mitspielen. So, hier Kara an der AWP. Erste Waffenrunde.
Nur irgendwie vergessen, in die Deckung zu gehen vor dem nächsten Schuss. Bernard mit dem Follow-up gegen Api, der da wie von der Tarantel gestochen durch die Smoke läuft, um da irgendwie ein Timing auszunutzen. Und JDC, den flasht man nochmal rein. Badshaw allerdings fast genauso blind gewesen wie JDC. Und deswegen wird das Ganze nochmal zu einem 3 gegen 3. Reaction an einer etwas ungewöhnlichen Position. Ja, die kostet ihn dann auch ziemlich viel. Die Bombe ist offen gelegt. Das heißt, Dude darf sich dann nicht mehr zeigen. Er geht trotzdem vor. Und da kommt der Teamkill von Badshaw. Erwischt Dude zusätzlich. Das heißt, es ist ein One-on-Two. An sich hat sich das gelohnt. Allerdings läuft Beard Bounce da dann irgendwie ohne Support von Badshaw durch, weil der noch weiter die Smoke abzielt. Kein Defuse-Kit bei Badshaw. Und Bernard hat das jetzt in dem Moment gewonnen, weil da tickt die Bombe auch schon zu schnell. Badshaw low AP und auf Wiedersehen. Die Waffe wird er auch noch verlieren. Einziges Trostpflaster, das sich Berserk hier aufkleben kann, ist, dass sie zumindest alle Waffen bei den Panthers rausgenommen haben. Aber sie haben jetzt generell auch nicht so viel Geld. Eine Eco reicht hier trotzdem. Die Reserve bei den Panthers sieht allerdings auch nicht so gut aus. Mal schauen, ob das hier oder wann die erste Runde von Berserk kommt. So, Api. Mitte abgesmoked. JDC flasht sich nochmal selbst rein, falls der Gegner durch die Smoke gepusht ist. Das ist ein Move, den wir häufiger sehen. Gutes Timing da von Bernard. Kara auf 46 AP. Und geht, ja, nicht unbedingt all in. Aber mit 46 HP in das Duell ist gewagt. So, und JDC soll jetzt hier überrannt werden. Währenddessen macht Reaction erstmal den Kill gegen Kara. Dann fällt auch noch Beard Bounce. JDC verteidigt sich mit seinen 13 HP. Und Clash wartet sogar auf die Mitte. Das heißt, die Runde geht flawless über die Bühne. Das Geld passt. Und Berserk kauft wieder ein. Doppel-AWP soll helfen. Dann gucken wir mal, wo Api hingeht. In die Mitte. Okay, und Kara geht Richtung A. Ich bin absolut kein Fan von der Mitte-AWP. Ich denke, auch bei den meisten Teams sieht man sie sehr selten. Es gibt ein paar Spielertypen, AWP-Spielertypen, die das machen können. Aber ansonsten finde ich, ist sie effektiver an den Spots direkt, an B, an A, für direkte Picks oder auch um Zeit rauszuholen. So, direkt nochmal die Smoke hier hin. Aber da war Badshaw noch unterm Schacht. Trotzdem die Überzahlsituation jetzt für die Panthers mit der Kurzkontrolle. JDC muss jetzt eigentlich, es ist nicht JDC, Entschuldigung, es ist Dude. Der muss jetzt zurück die Bombe holen gehen. Und sie lassen Eul jetzt noch alleine auf dem B-Spot stehen. Ist jetzt natürlich eine Mammutaufgabe für die beiden A-Spieler. Und für Kara war das schon zu viel. Er geht down. Allerdings kann Api hier jetzt verhindern, dass sie über kurz auf den Spot laufen. Reaction muss das allerdings nicht. Eine Cross-Smoke reicht, damit die Bombe durchlaufen kann. Und Reaction zielt natürlich instant nach hinten ab. Clash hat das dann freihand geworfen. So schwer ist die Smoke da auch nicht zu platzieren. Und der Plant erfolgt wieder sehr offen. Dann die Flash. Oh, das ist gut gespielt. Der Kurzspieler supportet dann Clash, dass er hier nochmal das LKW unter Druck setzen kann. Die nächste Support-Flash zum LKW hin. Api geht down. Und Reaction zielt den Connector ab. Ich denke, hier hat man sehr schön gesehen, wie man Flashes wirklich perfekt und sehr schnell einsetzen kann. Das war gut kommuniziert von den Panthers. Und Berserk muss direkt wieder sparen. Oh, da bin ich mal gespannt, ob die Panthers hier jetzt richtig ernst machen und das zu null über die Bühne bringen. Oder ob Berserk hier doch irgendwie noch ein Ründchen bekommen kann. So, Eule. Ah, da sollte eigentlich die Flash gerade kommen. Jetzt sind die Teammates geflasht worden, weil er da abgelenkt wurde. Flash passt auch gut. Oh, Beard Bounce aber mit 2. Setzt die CZ hier wirklich gut ein. Bernard kurz eingeschlafen, aber die Ecke doch noch irgendwie gecheckt bekommen. Api also down. Und der lässt auch Kara aus der Mitte nicht mehr rauskommen. Sie wissen, dass Beardbound der letzte Spieler auf dem A-Spot war. Und der hat zu wenig AP, um da noch einen dritten Kill zu machen. 7 zu 0. Und die nächste Waffenrunde von Berserk steht an. Und, also ich bin ganz ehrlich, das, was mich jetzt am meisten interessiert, gerade in dem Match, auch wenn ich so, wenn ich schon, ist ob es ein 16 zu 0 wird oder nicht, wenn ich die Main Smoke da sehe, ah, sie liegt gerade noch okay. Kara tradet hier, übernimmt dann die Arme mit 46, wieder 46, ich hab hier guter Schuss gegen Dude, aber sie wissen, dass Badshaw da noch am Schacht ist und dass der höchstwahrscheinlich der letzte Spieler ist,
der auf dem Baseboard stand. Da verschiebt Api schon mal rüber. Und ich denke, dass die Panthers hier den HP-Vorteil wahrscheinlich ausnutzen können. Wobei Badshaw natürlich jemand ist, der durch gutes Positioning auch mal 2 Kills machen kann. Gegen die sehr aimstarken Spieler der Panthers. So, JDC hat ihn da gesehen. Die Flash, die da gleich kommt, die kann er irgendwie erwarten. Zielt die linke Ecke an. Hallo, ich will das Duell hier sehen. Oh, und JDC läuft einfach vorbei. Muss da nicht mal eingreifen. Sofort der Follow-up gegen Api. Super reagiert von ihm. So, und Reaction mit dem Plant. Ja, aber da muss Kara auch nicht mehr hingehen. Ich weiß gar nicht, was der hier jetzt noch rumtanzt. Ecke noch gecheckt, falls JDC dann durchgepusht ist. Und er geht es echt noch an, aber da kommt nochmal eine Smoke. Ja, jetzt kann er es doch vergessen. Was hat er denn vor? Kara? Ganz ruhig hier, ganz ruhig. Er will den Ninja Defuse. Oh, hätte er den Kill gemacht, die wären sehr weit weg gewesen. Vielleicht hätte es funktioniert. Nicht schlecht, Herr Specht, aber es reicht nicht ganz. Man hat's geahnt und die Panthers mit dem 8:0. Und wieder ist es eine Pistol Kevlar Eco von Berserk. Ja, ein paar Flashes dabei. Zumindest das sieht sehr diszipliniert aus. Sie zerfallen da nicht instant, weil sie wissen, dass sie keine Chance haben, sondern sie versuchen das noch seriös runterzuspielen. Finde ich okay. Hier hat Bernard dann den ersten leider zu hart versetzt, um den zweiten dann noch zu bekommen. JDC fast sein Teammate bei den Fake Shots umgebolzt, aber sein Teammate, der da überlebt hat, macht da noch einen Kill. Hier ist Api. Und Clash, warum stehst du da noch? 15 HP. Die Bombe will jetzt aus der Main raus. Die Rotation kommt von hinten. Da läuft Badshaw jetzt allerdings nicht über die Main, sondern geht jetzt Richtung Kurz. Ich denke, dass Backstabben hier auch relativ schnell erwartet wird. Da sehen wir schon Reaction. Schaut nach hinten. Da wird noch ein Türmchen gebaut. Api verschießt den leider. Das wäre die Gelegenheit gewesen, um nochmal drauf zu kommen. Die Flash hier vorne, oh, die Doppelflash noch gut, Api sieht da gar nichts und Badshaw geht alleine vor, der macht den Frag, wird dann links geholt und jetzt das 1-on-1, Api gegen Clash, der ist low AP, der weiß eigentlich, dass da noch ein zweiter ist, der macht Api den Kill, Clash geht down und die Zeit reicht, oder? Oh, aber das müsste reichen. Ja, das müsste reichen, also das wird die erste Runde für Berserk, kein 16:0, sie haben es geschafft und die Panthers, klar, die haben noch viel Geld, die können nachkaufen. Für Berserk sieht es halt wieder sehr dünn aus mit dem Geld. Da muss man natürlich auch sagen, warum muss der Main-Spieler da in der letzten Runde nochmal rumziehen? Aber es ist halt ein 8:1. Ich denke nicht, dass die Panthers das jetzt hier so hundertprozentig ernst nehmen. Vor allem, wenn sie Berserk jetzt resetten können, wird die Halbzeit wahrscheinlich eh fast vorbei sein. Boah, und Bernard ist hier super schnell vorne. Die Deagle bei Happy allerdings draußen. Die Flash ist fies. Bernard flasht sich da bewusst selbst, um vorher den Frag gegen Happy zu machen. Da wird der Schacht abgezielt. Badshot Glück, dass JDC da veraimt. Die Flash in, also die Flashes sitzen wirklich wunderbar. Und Clash, schöner Schuss gegen Beard bei uns. Aber so langsam wehren sich die Panthers. Jetzt allerdings Badshot gefallen. Auf dem Spot steht nur noch Eule. Unten drin. Oh, und instant der Headshot gegen ihn. Ja, da hast du halt nichts zu lachen. Da hast du nichts zu lachen. Bombe jetzt auch einfach irgendwie gelegt. Kara schnappt sich da noch JDC. Wird jetzt von hinten schon mal angegangen. Versucht das noch mit einer Flash zu lösen. Er hat da ganz gut gemacht. Sogar mit dem Jump noch hinterher. Er verteidigt die AWP hier wirklich mit allem, was er hat. Aber ob das reichen wird, das müssen wir jetzt erstmal schauen. Denn da läuft gerade schon einer Richtung K. Und das hätte eigentlich sein Todesurteil sein müssen. Er mollet jetzt nochmal so ab, dass er da länger wegkommen kann. Zielt nach oben, das war super reagiert. Er wartet genau den richtigen Sprung. Also Kara mit einem super Überblick über das, was da passieren kann, was da wahrscheinlich passieren wird. Oh, und dann verliert er sie so. Dann verliert er sie noch so. Nein, Kara, tu mir das nicht an. Bitter, bitter, bitter. Ja, da ist der harte Reset. Natürlich jetzt wieder der Force bei. Bei Berserk, bei Kara war sogar noch Geld für eine M4 drin. Aber das ist wohl der Moment, wo die Panthers einfach
weiter durchfahren werden. So, Badger hat, glaube ich, gesehen, dass JDC da vorgekommen ist. Der geht da wieder ziemlich alleine rum. Boah, da muss man aufpassen. Der hat richtig Glück, dass er... Ich glaube, der wollte gar nicht da drauf landen. Kurz überlegt, ob er nochmal rumspringt auf das Rolltor. Aber das hätte auch einen Sound gemacht. Und das Timing ist jetzt natürlich bitter, denn da zieht Bird bei uns gerade aus der Mitte rum. Oh. Ja, es wurde abgezielt. Das wurde tatsächlich abgezielt. Beardbounce hat gerade beim Crossen Richtung B gesehen. Der Asphalt ist komplett frei, denn Kara hat da schon alles ausgeschlossen. Und wirklich auf B stehen sie nicht. Das heißt, jetzt geht Berserk von einem B-Play aus. Sie sehen aber, dass da einer am Auto steht. Kara läuft jetzt nochmal über die Mitte. Ich denke, er hat ein ganz gutes Timing gegen Kurz. Und warum fightet die Bombe da? Das gibt's doch gar nicht. Sie checken schon mal nach hinten. Checken auch direkt die Mitte. Und da geht Kara down. Das war die M4. Die wird man jetzt allerdings picken. Eule hat eine AK, Beardbounce hat eine AK, also waffentechnisch ist das gar nicht so schlecht. Gute Smoke von Reaction verschafft ihm da ein paar Meter mehr. Mit einer bewussten Lücke. Ja, leichter Schuss gegen Badshaw, der hatte sich gerade in die andere Richtung orientiert. Kann man nichts machen, einfach ein schlechtes Timing da für ihn. Und Beardbounce kommt rum mit dem ersten Kill. Die Bombe liegt nicht wirklich gut, aber das Kaket dabei. Und du zählt direkt die Kante an und holt die 10. Runde für Panthers Gaming. Berserk wird hier an den Hörnern gepackt und wirklich komplett über Cash geschleift. Da haben die Jungs diese Stand-in-Line-Up, weil das Main-Line-Up gerade beim Faceit Major Open Qualifier am Spielen ist. Die haben einfach keine Chance. So, hier wird's mal ein B-Push. Ich denke, solche Aktionen können auch mal erfolgreich sein. Wie gesagt, können in dem Fall nicht. Wird auch aufgehalten. JDC mit 2. Jetzt gehen sie da noch rum. Die Ecke nicht gecheckt. Okay. Ah, ich glaube. Okay, Euler hat sich da lange nicht gezeigt. Boah. Und habt ihr Reaction gesehen? Sofort links rüber, weil er wusste, dass da gleich einer kommen kann. Starke Reaktion von Reaction. 11:1. Ja, einfach. Was soll ich sagen? Was ist das für ein Game? Es ist leichte Abendunterhaltung, würde ich sagen. Damit ihr natürlich auch gleich seht, was im Open Qualifier abgeht, hosten wir natürlich gleich den Kanal, wo wir das Game zeigen. Da ist Dabu für euch unterwegs. Dude hier. Ah, dann kommt noch so ein Schuss bei rum. Wie random war der Schuss, bitte? Ich habe sogar das Gefühl gehabt, dass er da zu hoch gezielt hat. Ecke nicht getrackt, aber das wird getradet. Immerhin das Mitte-Setup hat funktioniert und da ist mal eine Überzahlsituation für Berserk. Reaction wieder an der richtigen Position, aber leicht ist das nicht. Sie müssen jetzt eigentlich erst Frags erarbeiten und das ist ein guter Winkel von Badshot. Die Bombe jetzt auf dem Gabelstapler down. Das wäre natürlich ein Klatsch von Reaction. Der geht erstmal oben auf die Kiste. Hat jetzt bemerkt, dass da schon einer auf dem Spot ist. Ich glaube, er hat es nicht mal mitbekommen. Er hat es echt nicht mitbekommen, dass da einer auf dem Spot ist. Die Schüsse muss er doch so gehört haben. Natürlich ist da auch Druck von anderer Seite, aber wenn ich merke, dass da einer so auf den Spot läuft, wenn ich den direkt hole, habe ich das 1 gegen 2, was dann wieder deutlich einfacher ist. Eine 2. Runde für Berserk, Leute! So, und der ISO Erik, der gibt uns auch immer wieder das Update, wie es gerade bei Berserk gegen EG steht. 14:14, nämlich ganz, ganz enges Spiel, ganz anders als das, was wir hier haben. Eule. Ja, direkt zurückgezogen, aber die Frags auf dem Spot zu schnell gefallen. Das heißt, egal wie schnell du da schiebst, das Timing ist eigentlich immer gegen dich. Und da hat's Api dann auch erwischt und Clash sagt, komm Leute, ich will das hier beenden. Badger, oh mein Gott, der Triple Kill von Badger. Da haben sie sich aufgereiht. 27 HP, er hat noch 2 Flashes, könnte sich hier kurz mal vorbeiten, aber dann einfach 2 Schüsse, ein Headshot von Dude. Und trotz dieser schönen Aktion, die Badshaw uns da gezeigt hat, ist es die Runde für die Panthers. 12:2, die letzte Runde dieser Halbzeit, kurz nach 8. Und wenn das so schnell weitergeht, sind wir vielleicht sogar vor 8:30 fertig. Wahrscheinlich eins der schnellsten, wenn nicht sogar das schnellste Spiel, das wir je in der 19er Damage Liga hatten. Zumindest in Division 1. So, kleiner Smoke-Push. Ja, Clash hier. Boah, das ist... Der hat... Er aimt wirklich extrem gut. So,
was sein Spray-Transfer angeht, gefällt mir richtig gut. Das, was Kara macht, ist allerdings auch nicht schlecht. Ich denke, der hat hier ein paar gute Bewerbungsshots gezeigt, auch wenn es nicht unbedingt schön ist, dass man hier so verliert. Aber er spielt es meiner Meinung nach recht sicher, sein Situationsverhalten ganz gut. Ein paar kleine Aim-Fails dabei, aber ich denke auch eher, ich weiß nicht genau, inwiefern er aktiv in einem Team aktuell spielt. Oder gerade weil er es nicht macht, ist er vielleicht dazu gewählt worden, hier zu spielen. Dude. Erstmal mit dem Plant auf A. 1 gegen 2. Hat nur 30 HP. Sofort der Blick zum Connector. Hat da einen gesehen. Guter Sprung, den Kara da rausgehauen hat. Und Eule. Ah, sie lassen ihn reinkommen. Das Ding ist, dass die Bombe nicht wirklich offengelegt ist. Und jetzt zusammen gegen die Main arbeiten, das kann man machen. Und Dude geht genau aus dem Grund nochmal raus. Weil Berserk noch nicht gesehen hat, wie die Bombe liegt, versucht er vorher schon mal Raum einzunehmen, wo Berserk denkt, der kann da eigentlich nicht stehen. Ist natürlich super riskant, aber 1 gegen 2 ohne Risiko läuft es da meistens nicht. 12 zu 3, die Panthers. Also mit einer wieder mal deutlichen Führung hier auf Cash. Und beide Teams sind auch ready für die zweite Halbzeit. Wir gucken mal kurz aufs Scoreboard. Wir sehen Bernard mit 17, 20 bei Clash. Reaction mit 12, 8 bei Dude und JDC mit 10. Auf der Seite von Berserk haben wir Badshaw mit 16, Kara mit 12, Api mit 7, Beard Bounce mit 8 und Eule. Er hatte auf dem B-Spot leider nicht so viel zu tun, meiner Meinung nach. Es war mehr ein A-Play von den Panthers, deswegen halt auch da nur 4 Kills. Es wird eine A-Go von Berserk, von den Panthers auf Retake gespielt. Die Flash raus, aber die ersten Hits, die kamen gut. Kleiner Headshot da. JDC muss aufpassen, kann die Smoke da etwas als Deckung nutzen. Der letzte Schuss landet dann im Kopf von Eule. So, und Kara, ja, muss mit in die Main. Zu zweit aus der Main mit dem offenen Plant. Keine Smoke sehe ich da bei den Panthers. Nehme ich zurück, die haben gerade Main gesmoked. Genau, und jetzt muss in den nächsten 15 Sekunden eben der Diffuse kommen. Beard bounce down, Badshaw aus der Tür, da ist der Diffuse, aber 10 Sekunden. Es gibt doch einen Spieler mit dem Kit, warum geht man da nicht hin? Da ist man noch aus der Main raus und da läuft Api gerade über kurz hin. Der ist allerdings schon gesehen worden, der Diffuse ist dran, die Pistol Round geht an die Panthers. Ja, solide ausgespielter Retake. Die Smoke Richtung Main, das ist, wo ich auch sage, das muss nicht unbedingt auf die Bombe gehen in dem Fall. Also hier die Smoke hin und in dem Moment dann natürlich den Gabelstapler einnehmen. Druck von zwei Seiten auf den Spot machen, dann kann man aus dem Winkel nämlich auch Richtung Delta zielen. Wahrscheinlich über Heaven auch nicht schlecht, wenn man den Highground hat für den Retake, kann man auch machen. Kara eröffnet allerdings gegen Dude, der war nicht alleine an B, da kommt nochmal eine Smoke hinterher, aber das Timing dürfte hier bekannt sein und da geht auch Reaction down und da kam eine gute Flash von Berserk. Hier allerdings fängt JDC an, das wieder in Richtung Panthers zu schieben. Der Plant eben war ja da, es ist kein Force, bei dem Berserk hier spielt. Sie haben da zwar Deagles gekauft, aber eben kein Kevlar. Und mal gucken, mit dem Molotov ist vielleicht was möglich. Beard Bounce, erstmal mit einem guten Check, ob da jetzt was kommt. JDC, den ersten gemacht, den zwei, jetzt ist er am 1 gegen 1, er weiß, wo der letzte ist, versucht sich da noch wegzudrehen. Badshaw am Ende im 1 gegen 1 gegen ihn und Badshaw gewinnt das. Der Force Buy geht an Berserk und die Panthers, die müssten jetzt sparen, aber ich denke, dass die auch forcen werden. Bernard, lässt er das Geld noch drin? Aber Dude hat komplett runtergekauft. Ja, sie forcen das. Gerade nochmal schauen, ja. Lassen, guck, wir sehen hier Bernard, Clash Reaction, lassen alle ein bisschen Geld drin. Ist kein Witz. Diese 650 bis 800 Dollar tun dir sehr gut auf der CT-Seite, wenn es um die Granaten in der nächsten Runde geht. So, Badshaw allerdings in der Mitte der JDC bekommen. Clash fängt an. Und ich glaube, der hat Bock auf die Waffe und Beard Bounce. Boah, der geht auch down. Was Clash für ein Biest ist. Da wollte er schon fast zu viel, aber Glück, dass da verschossen wird. Drei Spieler von Berserk down und jetzt pushen sie gerade gemeinsam gegen Eule. Die Bombe liegt noch vor der Main. Die ist für die Panthers noch nicht mal bekannt. Badshaw hier in der Mitte wird es wahrscheinlich über den Backstep versuchen. Aber jetzt mit bekannter Position kann man an Main natürlich noch ein bisschen nach vorne gehen. Und da hat Dude dann einfach abgezielt und da geht der Force Buy an Panthers Gaming. 14 zu 4. AWP wieder an Dude. AWP allerdings auch bei Berserk in den Händen
von Bad Shaw. Und dazu gibt es dann ein paar Pistolen. Mal gucken, ob Bad Shaw mit der ABP hier wirklich regulieren kann. Versucht da vorzukommen. Bisschen zu spät und zack, er ist down. Und währenddessen fällt auch AP an B. Ist da instant nach vorne. AWP jetzt von Eule gepickt. Ich glaube, sie wollen nochmal in die Mitte, aber mit dem Molotow wird das eher nichts. Und jetzt geht Reaction mit der MP9 sogar an B schon ein bisschen weiter vor. Er schließt sogar aus. So, wo jetzt umbauen? Die Bombe geht jetzt Richtung B und zwei Leute laufen Richtung A. Hallo, was machen die da? Okay, jetzt geht die Bombe auch zurück. Das ist Beard Bounce, der jetzt sehr gesplittet ist von seinen Teammates. Also da hat man das Chaos in der Kommunikation von Berserk gesehen. Bernard dann oben von der Redbox den ersten geholt. Jetzt zielt Eule mit der AWP da an. Aber spätestens der Winkel... Ja, okay, Eule ist schon down. Spätestens der Winkel gegen Clash wäre halt sein Todesurteil gewesen. Und Bernard auch mit dem letzten 15. Runde. Und wir haben 11 Matchpoints für die Panthers, die mit diesem Sieg natürlich ungeschlagen bleiben werden. Ich lege mich da jetzt schon mal fest. Ich glaube nicht, dass die Panthers diese Partie noch aus den Händen legen werden. Natürlich muss man sagen, für die Panthers ist das ein Riesenglück, dass sie jetzt hier gegen dieses sehr viel schwächere Berserk-Lineup eben spielen. Da hat Dude allerdings ein Problem gegen die Anti-Eco hier unten drin. Er will noch mithelfen. Die Deagle ist jetzt die beste Wahl. Ja, paar kleine Probleme. Der No-Scope geht vorbei, da macht er einen schönen Sprung noch. Aber es ist das 16:4 für die Panthers und damit das 2:0. Und ihr solltet nicht direkt ausmachen, denn wir haben natürlich noch ein Interview mit euch. Der gute JDC wird gleich am Start sein. Ich warte mal, bis er bei mir im Discord ist, damit wir miteinander reden können. Das ist natürlich sehr deutlich gewesen. Was fragt man in so einem Interview, ne? Ich habe mir da eine kleine Frage für den Anfang überlegt. Auch da kam, glaube ich, gerade noch mal ein Sub. Lasst mich gerade mal gucken. Ale.de hat noch mal verteilt hier an den Lila Cookie Cat, ne? Lul. Danke. Er bedankt sich auf jeden Fall. Das ist doch schön. Willkommen bei den 99ers, Lila. Und danke natürlich auch noch mal an Ale für den Support, den er hier raushaut. Beard Bounce konnte den Sieg riechen. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht wurde da von Berserk heute auch mit vielen Skins auf den Gegner gesetzt. Okay. Wie, Berserk hat nicht gewonnen mit God Eule? Ja, soll vorkommen, dass Eule auch mal verliert, ne? Nicht nur Monitore, die dann kaputt gehen, sondern eben auch Spiele. Aber ich habe auch schon mit Berserk, mit Eule zusammen verloren. Ich habe hier gerade das Scoreboard noch offen. Clash am Ende mit 26 Kills. Ich denke, den werde ich in Zukunft ein bisschen genauer beobachten bei den Panthers-Spielen. Die könnten mit JDC und Clash zusammen ein ultra krasses Aim-Duo haben. Das wird interessant. Hallo JDC! Hallo! Wie geht es dir? Das ist super, und selbst? Sehr gut, sehr gut. Das freut mich zu hören. Kommen wir zum Spiel. Ja? Yeah. Die erste Frage, die alle brennend interessiert, ist Gel oder Wachs für die Haare? Tatsächlich, ich mache mir gar nichts in die Haare. Ja, die stehen tatsächlich immer einfach so. Die stehen echt einfach so? Krass. Ja, wenn ich aufstehe, sehen sie genauso aus. Du bist gesegnet. Danke, okay. Danke. Ja. Kommen wir wirklich zum Spiel. Ich denke mal, ihr werdet ziemlich glücklich gewesen sein darüber, dass ihr nicht gegen das Main-Lineup von Berserk spielt, weil die ja heute an dem Major-Qualifier teilnehmen. Ich denke, ihr wart euch ziemlich sicher, dass ihr das gewinnen werdet. Habt ihr trotzdem gesagt, hier komm, wir hauen raus, machen das Spiel so schnell wie möglich zu Ende. Habt ihr heute vielleicht noch was anderes vor? Oder habt ihr gesagt, ja komm, wir gucken mal, wie es läuft und dann hauen wir einfach rein? Ja, wir, also was anderes vorhaben wir jetzt noch nicht, das ist nicht geplant, aber vielleicht passiert jetzt noch was. Mhm. Und zum Match, ja, wir waren uns schon in einer Art sicher, aber haben es halt einfach uns nicht überschätzt oder so, sondern einfach runtergespielt, was wir spielen wollten. Vielleicht ab und zu auch ich mit dem Knife ein bisschen
in die Richtung abgedriftet, aber sonst war an sich normal gespielt. Okay, ich denke, einmal kann man Snipe ruhig auspacken und Badger hat das ja auch sehr sportlich genommen mit dem Nice Try dann am Ende. Direkt das Nice Try gegen. Genau. Okay, ich würde sagen, wir kümmern uns gar nicht so sehr ums Spiel, weil es für mich eigentlich zu eindeutig war. Deswegen lasst mich kurz mal euer Restprogramm, was eigentlich zu viel gesagt ist, aufrufen. Gerade mal gucken, 99 Damage Liga und erstmal, ja, jetzt steht er da ungeschlagen da, ist ja auch sehr schön für euch. Jetzt am zweiten Spieltag, das müsst ihr noch nachholen, da geht's dann gegen Entropy. Wie schätzt du die Partie ein? Sagst du Entropy, die werden jetzt langsam aber sicher in ihren Trott kommen und immer besser werden? Oder sagst du, sollte auch ein deutlich machbares 2-0 für uns werden? Also Entropy macht in der ESL Advanced beispielsweise eine sehr gute Leistung tatsächlich. Deswegen, sie sind an sich eigentlich gut, nur wir sind auch da sehr confident, werden auch da einfach unser Spiel spielen, weiter improven, weiter trainieren und hoffentlich das 2-0 holen. Also nicht, dass wir sagen, wir holen uns das safe, aber das ist halt der Ansporn und ich denke, wir werden dazu in der Lage sein, wenn alles so läuft, wie wir wollen. Okay, die großen Brocken, die kommen ja dann danach. Da haben wir dann nämlich Alternate Attacks am vierten Spieltag, Devisen am fünften. Ich frage einfach mal so insgesamt, wo siehst du euer Team am Ende der Saison? Würdest du sagen, definitiv Playoffs oder sagst du, es wird schon ein harter Kampf, weil diese Season wirklich viele Teams dabei sind, die auch international extrem gut umschießen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nicht so der Zukunftstyp, sondern eher der Jetzt- und in dem Moment-Typ. Deswegen schwer zu beantworten, aber wenn wir uns weiter verbessern und in dem Tempo trainieren, wie wir es gerade tun und weiterhin miteinander sehr gut umgehen, kritikfähig mäßig und ne, jeder bereit ist, viel zu geben, denke ich, dass die Playoffs möglich sind. Okay, ja, das ist noch. Ich hoffe es zumindest. Das ist noch sehr verhalten ausgedrückt. Ich kenne das aus der deutschen Szene mal anders. Ja, Playoffs safe und so am dritten Spieltag. aber in der 99 Damage Liga ist halt alles möglich. Wir hatten, glaube ich, letzten drei Seasons immer wirklich letzten Spieltag, wo sich nochmal die Tabelle komplett verschoben hat. Nee, okay, ich finde das eine gute Einstellung, wenn man sagt, man lebt eher im Hier und Jetzt als in der Zukunft oder in der Vergangenheit, damit fährt man meistens ziemlich gut. Ich frage einfach mal auf deinen persönlichen Werdegang jetzt so ein bisschen eingehen. Du hast jetzt zwei Seasons bei den, was, Monarchs? Ich meine, es war Monarchs, ne? Bei den Monarchs gespielt, mit Cedi und so zusammen. Woran hat es gelegen, dass du anfangs von den Panthers erstmal wieder weg bist und was hat jetzt dazu geführt, dass du wieder zu den Panthers zurückgekommen bist? Einfach mal so aus deiner Sicht. Ich denke bei Panthers, ich habe bei Panthers davor die Season keine gute Season gespielt, würde ich sagen. Also meine Leistung war sehr schleppend und ich habe nicht das abgerufen, was ich abrufen kann. Es gab halt also keine internen Probleme, sondern einfach Misskommunikation in der Art Rolle, die ich gespielt habe ein bisschen. Und ich war einfach nicht gut genug, würde ich sagen, zu der Zeit die Rolle zu übernehmen. Und nach der Season wieder mit Monais denke ich, dass ich jetzt gut genug bin. Und in der Lage sein werde, das Team eher zu benefiten, als es down zu graden, so wie letztes Season. Okay. Deswegen einfach kleine Misskomplikation mit der Rolle und eine schlechte Season. Also keine irgendwie bösen Gefühle mit deinen jetzigen Teammates damals, sondern das war einfach eine ganz sportliche Sache, wo man einfach sagt, es passt gerade nicht mit der Rolle, die du ausfüllst. Okay, nee, ist auch schön, dass man sieht, dass der Weg da wieder zurückführt. Okay, ich denke, das war's mit dem Interview. Danke für deine Zeit. Schönes Spiel von euch. Und die letzten Worte, die gehören dir. Letzten Worte, was soll ich dafür sagen? Ich könnte die typische Abmoderation machen mit Dank an die Zuschauer und hat mich gefreut und GGs. Vergesst die Sponsoren nicht. Und die Sponsoren selbstverständlich, aber nee, einfach. Naja, wir freuen uns weiterhin auf die Season und danke für den Cast, wie immer. Und GGs. Alles klar, dann mach's gut, JDC. Hau rein, ne? Ciao. Okay, alles klar, Leute. Damit sind wir für heute Abend durch. Kein weiteres Spiel angesetzt. Wie gesagt, es läuft aktuell der Major Qualifier. Da werdet ihr natürlich auch gleich hin geradet. Da ist nämlich Dabu für euch am Start den ganzen Abend. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen um 16 Uhr spätestens auf dem ESL 99 Damage 1 Kanal wahrscheinlich. Ansonsten einfach auf Twitter folgen. Da bekommt ihr den richtigen Link dann auf jeden Fall gepostet. Und dort geht es dann rund mit der ESL One Belo Horizonte und Big und Mousebots werden wir hier bei 99 Damage für euch natürlich auch alles zeigen. Also, in diesem Sinne, macht's gut, haut rein, wir sehen uns, euer Hetschinski.